64. Die haben ja auch bloß Dorfgröße und dann hier unten. Ja, doch, das ist in Ordnung. Die würden dann höchstens noch eine größere, bessere Station kriegen. Aber hier, weil die wir über 1000 Einwohner haben, da kann man auch schon mal die bessere Station raushauen. In meinen Augen. So, und das wird dann irgendwo hier angekettelt. Könnte ich nicht hier das mich hier irgendwie mit anschließen? Ne, dann muss ich hier so rumbauen. Obwohl das gehen würde, sicherlich. Müsste man das hier abzweigen? Ach, wir probieren das einfach mal. Dann wird das, dann spart dann halt nämlich die Stelle, weil das sonst wieder hier durch, hier irgendwie durchgetrennt wird hier hinten. Und jede Einfahrt und jede Ausfahrt ist ja potenziell, achso, da ist das Signal im Weg. Dann bauen wir halt alles in eins nach hinten. Bremen an der Donau schließt. Betrifft uns nicht. Ja gut, die können die ruhig dicht machen wieder so. Oh, jetzt verliert die Lok auch noch bald ihre Daseinsberechtigung. Hier die kleine gelbe Diesellok. Ach, die bleibt doch trotzdem vorn. Am vorn. So, das Depot muss dann aber auch mal umziehen. Sonst passt das nicht. Ja, wir müssen natürlich dann auch richtig bauen, ne? Also... So, und dann führt das einfach hier so lang. Na ja, bald bei Kassel. Wie gesagt, das mal gucken wir uns dann später mal an, wo wir hier noch Möglichkeiten haben, noch neu errichtete Wälder anzuketteln. Ich baue ja kleine lange Brücke drüber. Neue Bank bei Kiesfeld. Oh, furchtbar, das passt gar nicht rein. Diese Trussbrücke, die passt hier am besten. Schade, dass es die anderen da nicht gibt. Refrigerated Truck nützt uns auch nicht wirklich was. So, Depot braucht man keins, weil die das dann wieder über eine Wartebucht nehmen. Hier könnte man nochmal sowas reinstellen. So, jetzt ist nur die Frage, jetzt müssen die noch hier, auch noch hier rechts abbiegen können, wenn der Zug im Kreis fahren kann oder soll. Das ist ja das geringste Problem. Wobei ich da jetzt wieder so eine Wartebucht anschließen muss, was ich jetzt eigentlich auch nicht gerne mache. Aber wenn es in dem Fall nicht anders geht, dann machen wir den Abzweig halt so. Und wie komme ich jetzt mit dem hier rüber? Eigentlich müsste ich das wieder so bauen, dass es hier vertauscht. Oder
Brücke drüber und dann hier so rüberziehen. Das macht wahrscheinlich eher Sinn. Ach, wobei das natürlich hier mit einer Brücke drüber, das ist jetzt... Kann ich hier platt machen, hier einen Tunnel durch? Das könnte doch gehen. Sieht zwar ein bisschen auch wieder weird aus, aber das müsste ja funktionieren. Zack, dann komme ich hier raus. Na komm, dorthin will ich. Zack, zack. Brücke drüber. So. Ein bisschen mehr Terraforming notwendig, ausnahmsweise mal. So, ah gut, die fahren ja dort runter. So, wo müssen die jetzt rauskommen? Die muss ich auch wieder ein bisschen planieren. Also im Prinzip hier ist das Ziel. Genau so. Auch wieder so eine weirde Konstruktion, aber wenn es klappt. So, und jetzt kommen wir nämlich hinzu. Es ist natürlich hier, ne? Da, das Ding ist dort. Na, wie ist denn das jetzt überhaupt? Können die auch... Achso, Schönehorst hat auch erst eine Station und die können auch nicht dann hier rumfahren. Okay, dann machen wir erstmal die Strecke Kassel nach Dingsbalims. So, Borgana mit den 234 Personen. Die darf einmal hier langfahren nach Bremen an der Donau. Vereinzelt verirren sich Züge hier oben lang auf den Berg kommen. So, und hier werden wir jetzt auch ausbauen. Das wird natürlich auch nur eine Rural Station. Damit das zum Rest passt. Machen wir das so. So, wie komme ich jetzt hier lang? Der muss auf welches Gleis? Hier rüber. Ich glaube, die einfachste Variante ist das ja auch wieder so zu bauen, dass wir hier einen Streckenabschnitt ohne Signale bauen. Und dort der einfach dann immer reinfährt. Dadurch, dass bloß ein Zug dort unterwegs ist, dürfte das stautechnisch eigentlich... So, das ist das Gleis und... Wir probieren das einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir es halt dann nochmal umbauen. Ich greife mir aber mal den Arm hier ab. Dann muss ich ja nicht wieder noch einen Abzweig reinreißen. Ihr wisst das ja. Solche Knotenpunkte sind immer auch eine Staustelle. Und wenn man das so ein bisschen verringert, dann geht das. Außerdem haben die Züge dann hier ein bisschen Platz zum Warten.
So, die Signale fliegen raus. Die hier auch. Hier kommt das hin. Ich denke mal, hier muss bestimmt so eins hin. Irgendwie so, ne? Dann ist das gesichert und das ist ja hier durch das gesichert. Müsste eigentlich so funktionieren. Wir probieren das einfach mal aus. Entweder das klappt oder es klappt halt nicht. Von hier nach. Zack. So, jetzt haben wir im Prinzip einen geschlossenen Ring. Müssen die Leute halt immer umsteigen, aber wenn die in die andere Stadt wollen, aber naja. Es funktioniert so, also es könnte so funktionieren. Oh, eine Beechcraft haben wir jetzt. Ach, guck mal, jetzt kommen die Züge sogar gleich hier rein und es hat geklappt, wie die fahren, ne? Also, obviously. Das haben natürlich ja so eine scharfe Kurve, das will ich eigentlich immer vermeiden, meistens. Aber es geht halt nicht immer. So eine Vermeidung. Was man jetzt noch anbinden könnte, wäre. Na gut, die machen dicht hier. Das macht ja nichts. Hier war die Lücke. Hier war die Lücke. Die füllen wir mal schnell. Hier kommt mal so ein neuer Raupenbagger rein und so einer, die ja so ein bisschen gelangweilt rumstehen. Und das Zeug verteilen so. Oh, was ist hier jetzt los? Stau? War hier so viel los, dass da jetzt Stau ist? Vor allem diese neuen Fahrzeuge, das sieht man gar nicht in der Bilanz. Ja, also. Soll ich doch immer ein paar verkaufen.